So, und damit herzlich willkommen zurück. Guten Abend, lieber Benni. Guten Abend. So, du bist heute mein Co-Trainer oder wir machen so ein dynamisches Duo. Wir geben uns den FM24 für die Leute, die es vielleicht gar nicht kennen. Football Manager, so wie ihr sie vielleicht auch von früher von EA kennt oder ähnliches. Und man hat hier alle Aufgaben, die man so als Manager hat, aber auch als Trainer. Das heißt, Spieler einkaufen, Verträge, Mannschaft aufstellen, alles. Alles, was der Fußball so hergibt. Kann manchmal ein bisschen komplex sein, ist aber sehr belohnend im Nachhinein. Und ja, du hast relativ viel Spielerfahrung auch mittlerweile gesammelt, ne, Benni? Ja, relativ. Also ich glaube, also ich hatte in den FM 2, also es war nicht der 22, es war der 21er, den es dann kostenlos gab, bisschen reingeschaut. Und den letztes Jahr jetzt relativ viel gespielt und ich glaube bestimmt 3 oder 4 Header-Saves angefangen mit verschiedenen Ideen. Also ich würde mich zumindest als erfahren genug beschreiben, um hier ein bisschen mit unter die Arme greifen zu können. Ich habe mich überhaupt nicht spoilern lassen, was Hertha im FM24 angeht. Ne? Also ich auch nicht. Ich bin hier völlig frisch bei der Sache. Ich weiß nichts bezüglich der Finanzen, der Stärke der Mannschaft, alles. Und zu den Einstellungen, ich habe installiert den Deutschland-File, der heute frisch rausgekommen ist. Der hat zur Folge, eigentlich wird der FM simuliert ja nur bis in die 3. Liga in Deutschland. Hier ist es jetzt bis in die Verbandsliga. Und auch die A-Junioren-Bundesliga ist mit drin. So, das ist, finde ich, in dem Sinne auch sehr wichtig. Es bindet nämlich auch die zweiten Mannschaften der Vereine ein, die sonst normalerweise so regungslos rumliegen und nichts tun. Und ja, sie tun was, aber du kannst es nicht sehen. Ja, genau. Aber es ist irgendwie für Spielerlebnis, Immersion und so weiter komplett scheiße. So. Und das ist jetzt in dem Fall alles drin. Das heißt, wir können sehr aktiv mit der A-Jugend und mit der U23 arbeiten. Ich habe Bilder eingefügt, ein paar Namens und Logo-Fixes und so, was man halt kennt. Genau. Aber, dass ihr Bescheid wisst, es sind, nochmal geguckt, 44 Ligen aus 30 Nationen werden hier simuliert. Wo fangen wir denn eigentlich an? Natürlich eigentlich mit dem Meeting über Vereinsziele und Erwartungen, würde ich behaupten. So, das sehen wir hier schon. Wir haben hier eine Liste an Sachen, mit denen wir uns mal auseinandersetzen müssen. Die Forschungskultur besagt, dass man in Deutschland ansässige Spieler verpflichtet. Ja, ist aber auch eher gering die Wichtigkeit, das heißt, das muss auch nicht so sein, dasselbe mit deutschen Spielern zu verpflichten. Wichtiger ist schon, Spieler unter 23 für die erste Mannschaft zu verpflichten. Die wollen wir eigentlich selber aus unserer Akademie generieren. Aber schauen wir mal, viel wichtiger und am wichtigsten ist Nachwuchs fördern. Und da, glaube ich, können wir uns mit identifizieren. Und ich glaube, dass Herthas Akademie da auch genug hergeben wird. Ist also realistisch. Zu den finanziellen, ausgeglichene Transferbilanz, auch das Gehaltsbudget sollten wir einhalten. Und dann gibt es ein Ziel, was der Verein sich gestellt hat, und zwar den Bau eines neuen Stadions. Vielleicht erleben wir das ja in diesem Safe. Ich bin sehr gespannt, wie das vonstatten gehen wird. So, sportlich. Abschlussplatzierung in der oberen Tabellenhälfte der 2. Bundesliga. Und man soll konkurrenzfähig im DFB-Pokal sein. Krass. Ich hätte gedacht, dass der FM fordert, dass man sofort wieder aufsteigen soll. Hätte ich auch gedacht. Tatsächlich vor allem ist erst in der übernächsten Saison der Aufstieg Pflicht. Davor sind es immerhin nur die Playoffs, also Platz 3. Dann würde ich sagen, wir akzeptieren diese Vorgaben. Die sind ja wirklich sehr human und realistisch. Es gibt unterschiedliche Modi, in denen du starten kannst im FM dieses Jahr. Ich habe den gewählt, bei dem alle Sommertransfers schon direkt da sind und nicht an dem Tag kommen, wo sie auch in Wirklichkeit erst gekommen sind. Also Buchalakis und Co. sind sofort da. Aber was ich auch eingestellt habe, ist, dass in diesem ersten Transferfenster im Sommer keinerlei Transfers getätigt werden können. Das empfinde ich als realistischste, interessanteste Variante, dass wir jetzt nicht im Sommer direkt schon alles umstellen, sondern mit dem Kader arbeiten, der tatsächlich ja in die Saison gegangen ist. So, wir gehen durch die Mannschaft mal durch. Marc-Oliver Kempf, jawohl, für die 2. Liga ein sehr brauchbarer Innenverteidiger, würde ich behaupten. Dann haben wir Fabian Reese, damit kann man auch arbeiten, würde ich behaupten. Haris Tabakovic auch gut bewertet, ist ja dann unser Zielspieler. Da schauen wir mal, was für eine Taktik wir bauen. Dann haben wir natürlich Marton Dardai, sehr guter Spieler im FM, muss man sagen. Überaus runder Spieler in seinen Attributen. Den kannst du auch auf mehreren Positionen spielen lassen, gar kein Problem. Suat Serdar ist verliehen, klar. Jonjo Kenny hat eine gute Bewertung, aber klar, wir reden hier auch vom Goat. Ja, dementsprechend ist das ja eigentlich. Ja, vielleicht nochmal für alle, die nicht so viel oder relativ neu im FM sind. Diese Sternebewertungen sind immer relativ zum eigenen Team. Ne? Also Jonjo Kenny ist jetzt nicht weltweit gesehen, hat der nicht da 3,5 Sterne, exakt, sondern es ist halt einfach, weil das Teamniveau insgesamt nicht so hoch ist. Tjaak Ernst ist auch schon echt. Ja.
Ich würde behaupten, damit kann man arbeiten. Sieht sehr gut aus. Das sieht richtig gut aus. Michal Kabovnik, für mich steht vollkommen fest, egal was für eine Taktik wir bauen, das wird ein inverser Flügelverteidiger. Da habe ich komplett Bock drauf. Ja, das hätte ich dich noch gefragt, wie sehr du eine Fancy-Taktik aufstellen möchtest oder ob man erstmal basic bleibt. Ja, da bin ich selber gespannt, ich weiß es noch nicht. So, jetzt haben wir hier Bilal Hussein, der als Spielgestalter gar nicht so verkehrt ist. Vor allem Aggressivität 15, ne? Dardai, so einfach insgesamt rund. Smile Prevlerk. Also ich finde die Spieler bislang auch eigentlich ganz gut getroffen. Also, guck mal hier. Die Kampfmaschine Florian Niederlechner. Da bin ich gespannt, wie wir es mit den drei Stürmern machen. Das ist ja auch in Wirklichkeit immer so ein bisschen die Frage. Toni Leistner. Ja, das ist... Das ist ein Monster. Ja, vor allem auch mental, ne? Mhm. Ja, nicht mehr der Schnellste, wie in Wirklichkeit auch. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Lokoki ist tatsächlich ganz gut bewertet. Ich glaube, weil er physisch ganz gut ist. Ob er bei uns eine Rolle spielen wird, mal abwarten. Ja, aber nur die Physis tatsächlich. Ja, technisch ist es ganz schwierig. Ganz, ganz schwierig. Dann haben wir Palko Dardai. Es ist halt echt ein Metzaler durch und durch, ne? Also ein zentraler Mittelfeldspieler, der dann in die offensiven Außen driftet. Da sehe ich ihn. Dann haben wir Marius Gersbeck, der, was steht hier? Guck mal, ist nicht verfügbar. Warum wohl? Ja, auch ein, also ist halt ein echt guter Keeper, ne? Also. Ja, aber ich glaube, wir werden da auch wie in echt auf Tjag Ernst setzen. Ja. Jeremy Duciak, ja, auch jemand, der als Verbindungsspieler sicherlich eine Rolle spielen kann. Ballername 15, Dribbling 14, Flair 15 ist in der zweiten Liga super. Ago Rochel ist noch verletzt hier bis zum, nehmen sie noch 4 bis 5 Monate raus. Auch das durchaus realistisch. Müssen wir mal gucken, was für eine Lösung wir finden. Der verdient immerhin 1,2 Millionen. Das ist gar nicht so wenig. Dann haben wir halt noch so Spieler wie Lucian Maoli da. Boah, also der ist auch richtig runtergerockt, ne? Ja, wobei der war auch schon im letzten FM nicht gut dabei. Ja, dann haben wir Deo Seyfoig, der auch eigentlich nur aus Physis besteht, aber auch das ist ja durchaus realistisch. Dann haben wir Andreas Buchalakis. Ja, ist halt, ne? Der Spieler, der er ist. Dann haben wir noch Peter Pekarik. Jetzt wahrscheinlich auch nicht so spannend sein wird, aber physisch ist das immer noch. Aber gut, ist ja auch Pekarik. Der ist auffällig rund. Ja. Ui. Aber erlebt er nochmal den 17. Frühling bei uns. So, jetzt haben wir hier Gustav Christensen. Top-Talent. Jetzt schon echt viel wert. Ja, aus dem kannst du was machen. Derry Sherrand hat einen Abschluss 11. Ei. Ja, okay. Und da ist auch das Potenzial ja sehr gering, ne? Wobei ich das verstehen kann. Glaubst du, dass Derry Sherrand noch ein Weltklasse-Spieler wird? Also jetzt übertrieben gesagt, weißt du, was ich meine? Ja, Weltklasse nicht, aber dass da zumindest die 4 Sterne voll sind im aktuellen Team. Na gut, aber gehen wir weiter. Linus Gechter hier am Start, auch ein sehr polyvalenter Spieler in der Defensive, ne? Und auch schon relativ weit. Ist eigentlich ein inverser Außenverteidiger, ne? Du meinst diese neue Rolle, ja, die dann in die Dreierkette reinrückt? Ja. Ja, kann man durchaus machen. Da sehe ich ihn. Na, schauen wir mal, was wir da gleich bauen. Und Martin Winkler auch noch. Ja, sehr, also, ja, noch ein bisschen all over the place, ne, mit seinen Statistiken hier, mit seinen Werten. Sehr schnell, kann dribbeln, hat eine Einsatzfreude und so, aber gewisse Werte auch gar nicht ausgeprägt, wie flanken, wie passen, wie schießen. Also er muss noch Dinge lernen, aber er hat das Talent dazu. Bin ich gespannt. Vielleicht Kai Havertz als inversen Außenverteidiger dazu. Ja, müssen wir mal gucken, ob wir eine Laie irgendwie vielleicht anstreben können. So, es gibt natürlich auch, da werden wir jetzt nicht jeden Spieler durchgehen, das würde jetzt echt zu lange dauern, aber es gibt natürlich noch zweite Mannschaften in U19 und da sehe ich schon ein bisschen was Nettes. Also, Pascal Clemens. Yo. Boah, das sieht schon sehr nett aus. Lecker. Ja, pass auf. Und hat halt auch noch einfach unglaublich viel Potenzial übrig, ne? Ab in die erste Mannschaft. Vielen Dank dafür. Dann haben wir Tim Goller. Und auch der kann was werden. Ja. Wir reden da von einem 18-Jährigen. Da haben wir noch so Spieler wie Mustafa Abdulatif. Ui, also der hat so Grundwerte, die so geil sind. Antritt, Schnelligkeit, Passen, Abschluss, Entscheidung, das ist alles richtig gut. Ja. Bei anderen Sachen ist er dann wieder gar nicht am Start, aber habe ich schon schlecht gesehen. Du musst so als Backup mal hier und da vielleicht mitnehmen. Dasselbe gilt wahrscheinlich Warum für nicht? Joel da Silva Kiala. Ja, da muss noch ein bisschen was kommen.
So, dann haben wir noch so, ich würde jetzt noch so auf den Lernender Pop mal kurz klicken, weil ich den vorhin erwähnt hatte. Ja, da muss noch einiges passieren. Aber auch da, ne, 3,5-Sterne-Bewertung wäre ja super, wenn man die erreicht. Es können ja nicht alles 5-Sterne-Spieler sein in einem Kader. Da muss man auch ein bisschen realistisch sein. Ja, klar, da muss man, also ich merke das bei mir immer wieder beim FM, dass die Fan-Hoffnung da viel mit reinspielt bei Hertha-Spielern. Und man da so ein bisschen echt vorsichtig sein muss. Also, Benze Dardai. Jawollo. Die kannst du auch fast schon hochziehen, oder? Theoretisch? Ja, ich ziehe den hoch. Julius Gottschalk noch nicht. Der ist auf 16, aber... Ja. Kraft 1, Sprunghöhe 1. Ist 1,60 groß. Gut, aber er darf auch noch wachsen. Ibrahim Asa. Aber doch ein ganzes Stück hinter Benz insgesamt. Ja, aber trotzdem, Flair 16 ist schon... Ich würde den auch erstmal hochziehen. Wobei, beziehungsweise, er fällt ja noch 6 bis 8 Monate aus. Okay, gut. Wir lassen ihn erstmal da. Der erste FM, wo Julian Eitschberger brauchbar bewertet ist. Es war die letzten Jahre immer ein Krampf, weil der nichts konnte eigentlich. Aber guck dir das an. Das ist richtig nett. Gut. Und dann haben wir hier noch jemanden, Anthony Traoré, mit 5 Sternen bewertet. War ein krass guter Dribbler, ne? Nee, tatsächlich hier nicht. Er hatte einfach eine sehr gute Flanke, einen sehr guten Abschluss und ist auch brauchbar schnell. Ja, würde ich auch noch unten lassen, tatsächlich. Ja. Ansonsten hast du halt viele Talente, die theoretisch 4 Sterne erreichen können, wie dann Karim Belomo. Der ist doch echt gut. Dem kann man arbeiten. Dann hast du Egor Gräber, der hat ja schon so einen Übergangsvertrag unterschrieben, ne? Grundwerte als Verteidiger hat er. Ja. Den darfst du echt technisch nichts machen lassen. Technik 1! Das ist Quatsch, Leute. Technik 1! Das ist dann wirklich dieser kompromisslose Innenverteidiger auf Rückendeckung. Ja, wirklich. 3 Ballkontakte pro Spiel und das sind alles Grätschen, wo er zufällig den Ball berührt. Weil man insgesamt da echt mal den FM loben muss, ne? Also, dass ja. Die Menge an Wissen, die sie auch gerade über die Nachwuchsspieler sich raussuchen. Und ich meine, wir sind ja als Hertha-Fans schon sehr nah dran. Und ich finde, das trifft das halbwegs, wenn man überlegt, dass die das ja für hunderte Vereine machen müssen. Ja. Ist das schon sehr häufig ziemlich gut getroffen. Gut, dann gucken wir kurz auf die Finanzen. Ja. Also Transferbudget soll ja auch auf Null sein, weil, wie gesagt, in diesem Transferfenster wird eh nichts passieren. 6 Millionen Kontostand. Finanzielle Lage, okay. Gut, dann würde ich sagen, wird sportlich, ne? Let's go. Also, das Ding ist, man kann jetzt super fancy-schmancy was bauen. So. Ne, mit irgendwie Hertha wird plötzlich eine Tiki-Taka-Ballbesitzmannschaft. Weiß aber nicht, ob das so der richtige Ansatz ist. Und ich glaube tatsächlich, dass sich diese Mannschaft tatsächlich für einen durchaus direkten, vertikalen Stil anbietet. Weil du hast viel Tempo. Das Mittelfeld ist nach wie vor ein Problem. Du hast einen Mittelstürmer, der auch eher die frühen Anspiele will. Und da. Du könntest natürlich einfach aufs Flügelspiel gehen, ne? Theoretisch, wobei das ist eher flankenlastig, ne? Und das dann, wir haben ja nicht so gute Flankengeber unbedingt. Ja, Rese von Flanken. Ja, da hört es eigentlich auch schon wieder auf, ne? Naja, eben, also Winkler ist ja jemand, der selbst den Abschluss sucht und dann so Gustav Christensen, Scherhan und so weiter sind ja auch alle Leute, die nach innen ziehen. Weil ich bin tatsächlich auch jemand im FM, ich habe immer so ein bisschen Bock, was Ballbesitzlastiges zu bauen. So. Ja, das ist für mich immer das Ideal, dass du über die Jahre irgendwann eine Tiki-Taka-Mannschaft dir aufbaust, dass zumindest so, wie ich Fußball eigentlich am liebsten sehe und es einfach super unterhaltsam finde. Aber klar, mit dem aktuellen Hertha-Kader kriegst du es nicht hin. Und wenn du sagst, wir überspielen das Mittelfeld schon eher mit vertikalen Pässen und nutzen halt die Geschwindigkeit unserer Außen aus und haben halt in der Mitte den Zielspieler mit Tabakovic, der so einen langen Ball dann auch mal festmachen und weiterleiten kann. Passt das, glaube ich, schon durchaus. Ich gebe jetzt erstmal hier an, Flügelspiel 4-3-3. Und dann, wir werden ja eh noch umbauen. So, ist ja jetzt erstmal nur eine erste Schablone. So, wir können davon ausgehen, dass Tjaak Ernst spielt. Dann wissen wir, dass Fabian Rehse links außen spielen wird. Wir wissen, dass Haris Tabakovic spielen wird. Wir wissen, dass
Toni Leistner spielen wird. So, wir wussten, also ich will den inversen Flügelverteidiger. Ich will ihn. Karpovnik kann das. Im Endeffekt, wenn man sich an das, ich glaube, das war Winkler gegen Fürth oder Braunschweig, eins der beiden Spiele, da hast du genau das gesehen, dass Karpovnik bis in den 16er reingeht und den Ball rüberlegt auf Winkler. Das ist, glaube ich, ein perfektes Beispiel dafür. Ja. Kempf geht ja jetzt nicht, weil dieses Transferfenster ja nichts passiert. Dementsprechend musst du ihn eigentlich mit aufstellen, finde ich. Mhm. Weil sonst gibt es Stunk. So. Das bedeutet auf der anderen Seite aber auch, dass Martin Dade, der sich gerade noch im Urlaub befindet, aber ja, jetzt in 3 Tagen wieder da ist, eigentlich auf die 6 muss. Weil spielen lassen möchte ich ihn mit den Attributen in jedem Fall. Eine Frage. Ist dann halt einfach eine krass spielstarke linke Seite, ne? Wenn du Karpovnik. Ja, aber das, muss ja, das ist ja der Traum. Hast. Ja, ja, das, also, das ist positiv gemeint. Ja. So, ich würde tatsächlich sagen, dass dann Marton muss dann der Zentral. Also, weil ich möchte sehr gerne Palko Dardai als Metzala haben. Das passt perfekt zum Flügelspiel. Wenn der jetzt hier rechts rüber wandert und die Seite überlagert und der kann ja auch selbst flanken. Ja, gut, 10 Flanken. Ist nicht perfekt, aber so. Der hat ja das Tempo auch für Flügelspiel. Dann hast du halt, wenn ich jetzt hier auf Metzala und Unterstütz mache, dann brauchst du was Stationäres im Mittelfeld, weil der ruckt hier rüber nach rechts außen, der deckt hier links was weg, dann ist ja gefühlt niemand mehr im Zentrum. Und ich glaube, das muss dann auf Martin Dade und auf Karpovnik so ein bisschen zurückfallen. Ja, und du hast halt auch so eine Spielgestalterrolle, ne? Hinter genau. Den ganzen sehr mobilen Spielern. Genau, aktuell, wenn das kein zentraler, wenn das kein Spielmacher ist, will niemand hier den Ball haben. Sondern alle wollen später den Ball haben. Das, glaube ich, wäre wichtig. So. Und dann wäre ich sehr stark dafür, dass wir den Rechtsverteidiger auf AV unterstützen machen, dass der quasi so ein bisschen hinter Dardai, also hinter Palko, Martin mit abdeckt, dass der halt so ein bisschen da bis an die Mittellinie meinetwegen geht und halt den ganzen Raum abdeckt. Ja gut, dann ist das vermutlich einfach Kenny, ne? Von dem du ja sowieso nicht unbedingt willst, dass der so weit mit nach vorn. Nee, wir stellen da John Joe Kenny erstmal hin. So, und dann braucht es aber tatsächlich, finde ich, Martin Winkler als Inverse. Ja, auf jeden Fall. Der sogar eigentlich ein inverser Außenstürmer sein muss, weil wer geht denn in den Strafraum? Ja, und du willst ja auch den Platz für Palko schaffen. Genau, genau. Weil, ne, dein Winkler zieht nach da, Palko zieht nach da, Kenny deckt das hier ab, Martin bleibt. Ich finde das eigentlich gut. Da ist noch die Frage, willst du Tabakovic als Stoßstürmer lassen oder willst du den jetzt Zielspieler einsetzen? Ich glaube, das muss ein Zielspieler sein, sonst hast du zu wenig Präsenz im Zehnerraum. Richtig. Da ist halt fast die Frage, ob man sogar sagt, man setzt ihn als hängende Spitze ein. Ja, dass er sich noch ein bisschen fallen lässt. Das ist aber sehr tief, ne? Also sehr tief wäre erst die falsche 9. Aber als hängende Spitze. Ich meine, man kann ja erstmal sagen, man geht mit Zielspieler rein. Ja. Und wenn man dann merkt, man bräuchte doch noch ein bisschen mehr, was leicht tieferes, kann man es ja immer noch ändern. Ist ja dann auch am Ende immer ein bisschen gegnerabhängig und alles. Aber Zielspieler auf Angreifen, ne? Ja, ja. Sonst also der soll ja auch selbst, also primär soll er schon selbst den Torabschluss und dann in der Box. Ja. Dann finde ich genau das hier, ne? Also du hast Flügelspiel, du musst in die Tiefe spielen. Das ist eigentlich schon sehr gut eingestellt. Ich hätte es nämlich auch, weil ich habe selten vertikales Passspiel an, muss ich sagen. Bin immer einer, der auf kurzes Passspiel geht eigentlich. Das finde ich eigentlich mal ganz cool, das auszuprobieren. Bilal Hussein wäre ein echt wäre sogar ein besserer Carrilero als Dutjak. Gut, dann machen wir das erstmal so. Wir Testspiele gegen den SV Sandhausen und gegen Sosho. So, stellen Sie sich dem Kader vor. Jawohl, das ist es doch jetzt hier. Ich möchte mich kurz vorstellen. Alle leicht positiv oder ermutigt. Toni Leistner heißt mich willkommen. Würde gerne über unsere Ziele reden. Wir haben ein richtig gutes Gefühl. Die Liga ahnt nicht, was auf sie zukommt. Ich will mich gut verkaufen im Pokal. Genau. Ich möchte über einige Zusagen reden.
So, ich werde auch besonders auf jüngere Spieler im Kader schauen und ihnen eine Chance in der ersten Mannschaft geben. Ja, alle sind aus dem Häuschen. Aus. Was ist denn hier los, Marius? Du hast gerade ganz andere Sorgen. Was ist das denn? Der sieht das Tjark ernst an, wo ich langfristig an ihm ja, wirklich. Der ist der reine Opportunist an der Stelle. Cool, das war's an der Stelle. Außer Begehrspeck, der ist ausdruckslos. Ja, wirklich, das ist ja auch wirklich eine Frechheit an der Stelle. Führungsspieler sind bei uns Peter Pegarek und Toni Leistner. Sehr einflussreiche Spieler, Gersbeck, Kempf, Palko, Dade, Niederlechner. Einflussreiche Spieler, Reese, Martin Dade, Tabakovic, Buchalakis, Tutscher, Kenny, Sefolk, Prefjak, Rochel. Okay. So, was bedeutet es für Sie, diese Möglichkeit zu bekommen? Ich bin total begeistert. Es ist ein großartiger Verein und ich will nun endlich loslegen. Was bedeutet es für Sie, der Trainer von Hertha BSC zu sein? Ich habe seit Jahren von diesem Moment geträumt. Ist doch vollkommen, ist doch vollkommen klar. Welche Herausforderungen sehen Sie als junger Trainer auf sich zukommen? Ich würde hier sagen, dass ich mich ja schon mit den Spielern getroffen habe, weil das sind ja Facts. Sie stammen hier aus der Umgebung. Hilft das, die Fans auf ihre Seite zu bringen? Ich glaube, die Fans zu mobilisieren ist von wesentlicher Bedeutung für den langfristigen Erfolg. Hoffentlich kann meine lokale Herkunft dabei helfen. Klar. Es ist sicherlich keine beneidenswerte Aufgabe, in die Fußstapfen von Pal Dardai zu treten. Er ist eine Legende im Verein. Denken Sie, sich mit ihm messen zu können? Ui. Ich finde dieses... Alles nicht so gut, ich, ne? Ich bin überzeugt von meinen Fähigkeiten, andernfalls wäre ich nicht hier. Das finde ich eigentlich ganz gut, weil... Das ist die letzte Antwort, weil du nimmst damit Pal Dardai nichts weg. Ja. Und stellst dich nach vorne. Welchen Ansatz werden sie für das Training wählen? Die sollen Blut kotzen! Felix Magath, is it you? Wir müssen viel Arbeit investieren. Das bedeutet nicht, dass wir rennen werden, bis uns die Beine abfallen, aber wir müssen diese Art von Engagement zeigen. Das finde ich eigentlich ganz cool. Wie vorteilhaft ist es, jemanden wie Palko Dardai zu haben, um den man dieses Team aufbauen kann? Hä? Haben sich Palko Dardai dafür ausgesucht? Er ist ja auch bei den sehr einflussreichen Spielern mit dabei, richtig, ne? Ja. Wir haben ein sehr talentiertes Team und jeder einzelne Spieler muss Woche für Woche die bestmögliche Leistung zeigen. Da bin ich ehrlich gesagt für. Wird Toni Leistner weiterhin als Kapitän fungieren? Den lobe ich komplett weg. Alles klar, haben wir doch mal hier einen weggetalkt. Passt. Dann schauen wir uns das doch mal an, ob das hier auf Anhieb funktioniert. Wie gesagt, das ist abseits meiner Komfortzone, wie wir jetzt hier spielen mit dem vertikalen Spiel und so weiter. Aber da habe ich mal Bock drauf, das mal auszuprobieren. Und Herthas Kader, wie gesagt, gibt das ja eigentlich auch her. So, erste Standardsituation. Ja, tatsächlich gar nicht so viel vorne, ne, zum Kontern. Nee. Ja, also, ne, offensiv. Und Tau dominiert relativ gut bisher. Kapovnik im Strafraum, das weiß ich noch nicht. Ui. Ui. Jawohl. Falko Dardai. Ich hätte doch sagen sollen, dass der absolute Star dieser Mannschaft ist auf der PK. Guck dir das Ding an. Der Doktor würde sagen, das war ein gesunder Strahl. Stark. Reese kommt raus, dafür kommt... Christensen, für Winkler kommt Derry, Scherhand, Bilal kommt raus, Jeremy Duziak spielt, Buchalakis kommt raus, dafür spielt Clemens und für Toni Leisner kommt Linus Gechter. Das ist aber echt krass, wir wirklich einen sehr diametralen Ansatz zu Pal wählen, ne? Wir haben wirklich mit Hussein, Kabovnik und Palko ein so spielstarkes Zentrum. Ja, das ist ja meine Rede. Gut, und vorne kommt, sage ich, Niederlechner. Dardai für Dardai. Ja, und zwei Wechsel will ich mir noch aufbewahren. Das ist gefährlich. Ah, guck dir das an, du. Florian Niederlechner, das ist gar kein Problem an der Stelle. Guck mal, da loben wir die so auch. So, Pal Dardai, wo ist denn das Problem? Ich stelle mir Fragen hier. Ist doch völlig einfach, die Nummer. Oh, der hättest du. Oh Gott. Oh Gott, lass ihn doch ins Aus gehen. Och nee. Ja, gut. Ja, da ist er direkt da. Da sage ich gar nichts zu an der Stelle. Was macht der denn? Schwitzki raus, es ist wirklich diese wankelmütigen Fans. Ne? Das ist keine Geduld für nichts. Wie die Spieler sich da bewegen. Ja, aber die Inszenierung generell und so, weißt du? Oh, wir kriegen den Ausgleich. Perfekt.
Gut, wir spielen jetzt aber auch wirklich mit einer komplett komischen Elf an der Stelle. Entsprechend liegt an der Tagesform, so ist es nämlich. Wie viele Ecken haben die eigentlich? Ja, natürlich. Oh, da sah Tjag nicht gut aus. Okay, wir schieben nochmal nach vorne, Freunde. Aha, da ist noch ein Highlight. Pickerick! Ah! Ja, Coco schreibt sie nämlich. Ist nur ein Testspiel. Wir müssen hier nicht den Teufel an die Wand malen. Es ist vollkommen richtig, aber die Fans schon wieder, ne? Das ist ein schwieriges Umfeld, ich bin ehrlich. Ja, die letzten Minuten sind aber nicht schlecht. Ja, Dujak gefällt mir auch insgesamt relativ gut, was man jetzt gesehen hat. Ach komm. Ja, gut. Aber war jetzt auch nicht verdient, die Niederlage, finde ich. Wir haben das eigentlich dann ganz gut gemacht. Genau, und der Torhüter hat heute auch wirklich, also Ernst war nicht gut. Klar, müssen wir mal ein ernstes Wörtchen mit ihm reden. Den hat tatsächlich noch niemand gebracht, die Saison, weil es noch nicht nötig war. Wollen wir jetzt dann die Startelf ruhig 60, 65 Minuten einmal durchspielen lassen? Weil dann ist, glaube ich, eine Woche Pause, dann ist erste Ligaspiel, ne? Ja, das ist eine ganz gute, ja, das ist eine gute Belastungssteuerung, finde ich gut. Ja. Sieh, Kabovnik. Oh, diese Bewegung, genau das will ich doch von ihm. Oh, bitte macht das Ding genau. Oh, schade. Aber der Angriff war genauso gespielt, wie ich es mir vorstelle eigentlich. Ah. Guck mal, ist direkt wieder, ist der hinten da. Machen gerade alles falsch mit Kabovnik. Ist ein Weltstar. Gefallener Riese. Kabovnik. Boah. Ist überall ist der. Sieh, Kabovnik, die. Das ist der Konter. Jawohl. Boah. Oh nee! Boah. Das gibt mir ein bisschen Mittelstädt-Wollschläger-Vibes. Dann packt er einfach mal Seefolk auf die Kabovnik-Position. So, und dann Pekarik auf rechts. Zieh, Fabi! Zieh! Aber was macht der Verteidiger denn da? Einfach weg von ihm. Der hat Angst! Oh. Ja, das Ding ist... Oh! Nein! Fein herkommt. Boah. Jetzt ist aber gerade echt die Chancenverwertung nur. Weißt du was? Ich lass die nochmal drücken. Fans irgendwie, also es standen jetzt wieder zwei Spieler sehr weit vorne. Mir fehlt so ein bisschen der Verbindungsspieler vorm 16er, der dann den Konter einleitet. Ach so, ja, den zweiten Ball aufnimmt, ne? Ja. Ja. Naja, gut, okay. Da kann ich ja sagen, die Zahlen sahen gut aus. Ja. Guck mal, sind alle, das lieben sie. Nehmen viel mit aus dem Spiel. Und ich würde sagen, wir machen noch das erste Ligaspiel. DFB-Pokal-Auslosung. Wir spielen gegen Lübeck. Ui. Gar nicht so ohne. Könntest du hinfahren? Kann ich hinfahren. Okay. Oh, HSV gegen Schalke. Erstes Spiel. Da gucken wir mal gleich ins Ergebnis. HSV gewinnt 3-1. Okay. Robert Latzel und Sebastian Polter. Na gut, Taktik-Meeting. Boah, da sind schon... Alter! Die haben einfach komplett grüne Pfeile. Ja, aber das trifft's doch auch. Das war doch genau das Problem in Düsseldorf, dass halt die einfach eingespielt waren und wir nicht. Ich finde das cool. Das sind echt so diese Details, die das Spiel so liebenswert machen. Wir nehmen Daniel Ginczek in enge Manndeckung. Ja, der darf sich wohlfühlen zwischen Kämpfe und Leistner. Schinter Appelkamp, den tackeln war hart. Dann schauen wir doch mal, was wir hier in Düsseldorf aus dem Spiel rausholen. Ins erste Ligaspiel. Jetzt ist das Bild weg. Ich flipp hier komplett aus. Das könnt ihr nicht ernst meinen. Oh nein. Oh, das ist ja komplett... Wir haben die Lautstärke verändert. Ey. Das ist wirklich frech. Wo war das letztens? Hat nicht irgendein Verein das Licht ja, ausgemacht? Ja, das war in Peru. Da hat der Rivale in deren Stadion die Meisterschaft gewonnen und die haben direkt nach Schlusspfiff das Licht ausgemacht. Es ist dunkel! Es ist... Ist das andere Weg? Ja, okay, die führen. Okay, kann sein. 2-0. Okay. Oh! Das Licht ist an! Jawohl!
Ja. Der Torwart, okay. Mittlerweile mehr XG als Düsseldorf. Ja, Fanta Bakovic. Harissa Bakovic! Okay, ich sag, Fanta Bakovic kommt noch nicht so viel. Ja, einfach mal kritisieren. Oh, hör auf! Wollte gerade sagen. Wir schieben noch höher. Palko Dardai auf den Flügel. Florian Niederlechner rein. Pressender Stürmer, Angriff. Und dann jagen wir da jetzt die Flanken rein. Flo, mach mich stolz! Ah! Oh! Buchalakis gewinnt das Kopfball. Florian Niederlechner! Florian Niederlechner! Hat Platz! Oh! Ja, mein Highlight. Das, Mann, warum steht das schon wieder so meilenweit im Abseits? Oh, oh, hallo! Was macht ihr denn da? Ja. Das kämpft vor lauter Libero sein. Vergessen, dass er eigentlich noch hauptsächlich Verteidiger ist. Ja, das Problem ist halt Toni Leistner auch ein bisschen. Oh, ey, komm nicht mehr. Joa. Absolut verdiente Niederlage, auch in der Höhe, würde ich sagen. Ja, aber ich meine, an sich, das sieht ja phasenweise schon nicht schlecht aus. Und besser als in echt. Ja gut, wir verlieren den Liga-Auftakt. Unverdient, muss man sagen. Nun gut, an dieser Stelle, jetzt muss Freunde, ich sagen, ja? Ja, die Taktik an sich, also ich glaube, das kann funktionieren. Ich glaube auch. Freunde, das hat mir ganz, ganz großen Spaß gemacht. Vielen lieben Dank für diesen wunderbaren ersten Stream. Vielen Dank, dass ihr euch so lange hier die Zeit genommen habt für uns. Das weiß ich sehr zu schätzen. Wie gesagt, es hat mir ganz großen Spaß gemacht. Seid gerne nächste Woche wieder dabei. Gehabt euch wohl. Hau he, macht's gut. Ciao, ciao. Hau he.